Wir sind heute mit der Firma motorradreifendirekt.de bei Pirelli Metzler Motorradreifen in Breuberg. Haben hier einfach mal hinter die Kulissen geschaut, zum Thema Reifen zu sehen, wie so etwas überhaupt entsteht. Wir haben viele bekannte Gesichter hier. Wir haben hier Helmut Dähne, ein sehr bekannter Motorradfahrer. Hallo Helmut. Wie bist du zum Motorradfahren gekommen? Erzähl uns mal was. Ich habe eine Lehrstelle gesucht und wollte eigentlich in die Fliegerei. Aber zu BMW waren es nur 4 Kilometer mit dem Fahrrad. Zu Dornier wären es 20 gewesen. Und so habe ich mich für die bequemere Lösung entschieden. So bin ich zu BMW gekommen und bei BMW natürlich aufs Motorrad gekommen. Und wie alt warst du, als du das erste 14. Motorrad mit 14 Jahren? Nein, das erste Motorrad war eine NSU, Moped. NSU Quickly. Und das erste Motorrad dann mit 50 Kubik war die Kreidler Florett mit sage und schreibe 4,2 PS. Aber als es losgegangen ist mit dir und dem Motorrad, war es für dich ein Hobby? War es für dich ein Gebrauchsgegenstand? Ja, zunächst war das eine Mischung aus Hobby und Gebrauchsgegenstand. Mit der Kreidler umherzufahren, das war ein Fortbewegungsmittel. Zunächst einmal zur Schule und so weiter und dann zur Arbeit und dann am Wochenende war es Freizeitgerät. Ich meine, wir zwei, kann man ganz offen und ehrlich sagen, wir stammen aus zwei komplett unterschiedlichen Zeiten. Ja. Ja, ich kenne die Motorradszene nur, wie sie heute ist. Ja, du hast damals mit dem Rennsport angefangen. Ne? Also dieser Vergleich Oldschool, Newschool, wie wir es heute haben. Wie bist du damals ans Motorradfahren, also auf der Rennstrecke gekommen? Ja, ich habe zunächst angefangen mit dem Endurofahren, also im Gelände. Und das war mir zu dreckig. Nicht das Fahren, das hat Spaß gemacht, im Gelände zu fahren. Aber hinterher das Motorrad und die Kleidung zu putzen, jedes Mal, das hat mich genervt. Und dann habe ich gesagt, nein, ich fahre Straße. Und dann bin ich das erste Mal 1968 auf der Straße gefahren. Das erste Rennen. Vom BMW habe ich einen Motor geliehen bekommen, weil ich nur einen 600er Motor hatte und die Klasse ging aber nur bis 500 Kubik. Und da habe ich einen Motor ausgeliehen und habe das Rennen auch gleich gewonnen. Das war ein Bergrennen. Und der große Chef, der mir den Motor geliehen hat, hat mir daraufhin den Motor geschenkt. Dann war ich verpflichtet, Motorrad zu fahren. Und so bin ich dann gleich 14 Tage später das nächste Rennen. Das war dann am Nürburgring auf der Südschleife, die es nicht mehr gibt. Und da haben wir gedacht, naja, das läuft ganz gut. Da bin ich dann Fünfter geworden. Und da haben wir gedacht, naja, mach das mal. 69 bin ich nur ein Rennen gefahren und dann 70 um den Juniorenpokal. Und den habe ich gewonnen und dann war ich drin, da war es passiert. Also du hast gearbeitet bei BMW, arbeitstechnisch groß geworden, gelernt, durch deine Lehre. War 15 Jahre dabei und ab der Lehrzeit dann in der damals Rennabteilung, die dann Entwicklungsabteilung wurde. Und war also von Anfang an bei der Entwicklung der R75-5, des berühmten Motorrades, dabei. Wahnsinn. Und dann bist du gewechselt natürlich zu dem Produkt. Da bin ich zu den Reifen gewechselt berührt. Und habe mir gedacht, was hast du jetzt da für einen Schmarrn gemacht? Gehst in diese rußige Fabrik und BMW war gerade im Aufstreben, alles wurde neu gemacht, neue Hallen gebaut. Und dann bin ich in dieses finstere Loch, in diese alte Fabrik im Münchner Westen gekommen. Und finster deshalb, weil da noch Ruß direkt selbst verarbeitet wurde. Und der flog natürlich überall rum und da war das nicht sehr freundlich alles. Da habe ich gedacht, was hast du da gemacht und mit Reifen und hast nichts mehr mit Technik zu tun. Bis mir dann in den ersten Entwicklungsbesprechungen ein Licht aufgegangen ist. Oh, wovon reden die denn da? Da steckt ja wirklich was dahinter. Und das ist ja eine Wissenschaft für sich, Reifen. Das habe ich dann sehr schnell gelernt. Helmut, wir kennen dich alle auf dem Motorrad in einer rot-weißen Lederkombi. Wie ist das zustande gekommen? Die Idee war eigentlich, ich wollte ein blaues Leder mit weißen Streifchen, weiß-blau, bayerisch. Bayerisch. Und so eine Lederkombi habe ich mir machen lassen. Nur war die dann ein Jahr später nicht mehr blau, sondern grün. Das hat sich verfärbt und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und dann kam das Rennen in Imola dazu. Da kam im Winter die Ausschreibung und in dieser Ausschreibung stand, das Leder darf jede Farbe haben, nur nicht schwarz. Und dann habe ich das meinem früheren Rennfahrer-Mitstreiter erzählt, dem Klaus Kratzer. Und der hatte ein Motorradgeschäft in Köln, ein Motorradzubehörgeschäft. Und er hat gesagt, weißt du was, ich mache dir ein Leder. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, was machen wir für eine Farbe? Dann sagt er, wie aus der Pistole geschossen, rot. Und damals waren alle schwarz gekleidet.
Und ich hatte zunächst schwarz und einen weißen Streifen. Und da wurde ich schon von den Rennfahrerkollegen schief angeschaut. Der arrogante Kerl, weiße Streifen, weiße Handschuhe. Das waren Arbeitshandschuhe, die ich da günstig kaufen konnte. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, nein, also rot, da lynchen die mich ja. Und da habe ich mich überreden lassen und habe gesagt, okay, machen wir es rot. So ist die Kombi entstanden. Der altbekannte Nürburgring. Viele wissen, du hast bisher immer noch den offiziellen Rundenrekord der Nordschleife. Wie ist das zustande gekommen? Was für ein Motorrad, was für Reifen? Wie hast du dich gefühlt an diesem Tag? Eigentlich ganz normal habe ich mich gefühlt. Das war die Sonderprüfung zu so einem Serienmaschinenrennen. Und da fuhr man nur eine Runde mit stehendem Start. Und ich kam nach dieser Runde zurück, habe mich recht wohl gefühlt, habe mir gedacht, gut, hast keinen Fehler drin gehabt, lief gut. Und habe gedacht, könnte ein bisschen schneller gewesen sein wie letztes Jahr. Und dann kam der erste Insider zu mir und sagt, Mann, du bist unter 57 gefahren, ich habe mitgestoppt. Das stimmt bestimmt auf ein paar Zehntel. Und tatsächlich war es dann unter 7,50, 7,49, genau eine Sekunde schneller wie im Jahr zuvor. Und diese eine Sekunde unter 7,50, das ging dann irgendwie um die Welt. Und warum noch keiner schneller gefahren ist, es sind bestimmt schon welche schneller gefahren, aber eben nicht offiziell, das heißt nicht bei einer Veranstaltung. Und Rundenrekord gilt, als Rundenrekord gilt eine Runde nur dann, wenn sie im Rennen gefahren wurde. Bei dem Rundenrekord, welchen Reifen hast du gefahren? Womit kamst du am besten klar? Das war der erste Stahlgürtelreifen von Metzeler mit dem 0-Grad-Gürtel. Der hieß damals Z1, Metzeler Z1. Und war, wie gesagt, eine Revolution im Reifenbau. Und der war ein Sportreifen, aber kein wirklicher Rennreifen. Aber der ging verdammt gut. Und da war es also durchaus möglich, diese Rundenzeit zu fahren. Und der größte Vorteil dieses Reifens war damals diese enorme Eigendämpfung, die diese 0-Grad-Gürtelkonstruktion in Verbindung mit dem Stahlgürtel mit sich bringt. Und das ist gerade im Nürburgring, wo man viele Erschütterungen hat, die nicht so schlimm sind wie auf der Isle of Man, aber immer wieder schüttelt es. Und wenn da der Reifen sauber dämpft, dann liegt das satt auf der Straße und hat Kontakt zur Fahrbahn und da fühlst du dich viel sicherer und fährst einen sauberen Strich, ohne dass du ständig irgendwas korrigieren musst. Ne? Und so kommt dann eine schnelle Runde am Nürburgring zusammen. Das macht nicht die maximale Schräglage aus, sondern die Linie exakt treffen, dann wirst du automatisch schnell.